Lass uns doch einfach noch ein Video anschauen, oder? Lass uns doch eine Runde Unusual Memes anschauen. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass ihr darauf Bock habt. Bestimmt seit mehreren Wochen ist nicht mehr angesehen. Wir sind bei Folge 140. Dann lass doch noch reingehen. Let's go! Let us show you how you do it. Get on there, Nick. Nicole, and show how to do it. Yeah. Go ahead and take off. Oh, no, she did. Ay, qué bonito bebé. Tingidi-dingi, 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 tingidi-dingi. Also ich bin ja, wir hatten ja einen Dackel früher und ich muss ehrlich sagen, ich finde Dackel so nice. Gibt auch Leute, die mögen gar nicht Dackel, aber ich finde Dackel ist wirklich eine nice Hunderasse eigentlich. That would be my bad. That would be... Come on, Maggie. Schon wieder ein Dackel. Which one do I pour this shit into? Okay, Junge. Den einen hat gar nichts gejuckt. This one or this one? Oh. Nice. Gamer. Ah! Oh mein Gott, das Geräusch tat übel weh im Ohr. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder fühlt, aber ich fand, es hat wirklich ganz, ganz schlimmes Geräusch. Was? Oh mein Gott, bester Move ever. Oh mein Gott, er hat safe bestimmt nur kurz runter aufs Handy oder so geguckt. Bester Move ever, hä? Timing, sein Vater. Er hat Timing studiert. Ich habe es schon, glaube ich, öfters gesagt, aber das ist ein Traum für mich. Mal einen Vogel zu treffen, der nicht scheu ist. Ich verstehe, ich sage das so oft, ich verstehe nicht, warum Vögel so scheu sind. Die kommen auf die Welt und werden, glaube ich, von den Eltern angebrüllt. Ey, Menschen sind scheiße. Ich will einfach auch mal so einen Vogel neben meiner Tasse haben. Vielleicht auch mal streicheln, so über den Kopf oder so. Jetzt nicht eine Taube, aber einfach mal so einen Vogel. Oh, der Beat, der im Hintergrund läuft, ist geil. Warte. Habt ihr den Beat nicht gehört? Habt ihr den Beat im Hintergrund nicht gehört? Es war dieses düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Ich weiß nicht, von welchem Song der ist. Ey, hört ihr das nicht? Warte, konzentriert euch jetzt drauf, okay? Irgendwas von Tiger oder so. Aber der hat es aber auch Dinger gesampelt. Ja, jetzt schreibt ihr wieder alle Fragezeichen. Geht hier in das Video rein, geht auf 2 Minuten 47, dann hört ihr den Beat selber im Hintergrund. Ja, man hört nichts. Ja. Okay, nice, Mann. Einfach so ein Waschbär auf Rucksack. Ey, einfach wie ein Rucksack. Es sieht aus wie ein Rucksack. Auch sehr süß. Thank you.
God. Josh, open it. Oh, come on, Dad. Ah, ja, Sommer 2021 kann Kombi-Tage werden. Nice, let's go. There he goes, little guy. Alter, Jens Richard Knossala, Mittelaltercamp. Mark ging noch vom Schnarchen her. Ich bin in der Nacht aufgewacht, weil er so laut, er hat geschrien als Schnarchen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört. Wirklich, wenn ich denke, wenn mein Dad niest, dass die Welt untergeht, da habe ich noch, Junge, Jens, Heinz Richard, stimmt. Wie kann man so laut schnarchen? Der Mann war fertig. Ich bin davon aufgewacht. Ich habe wirklich einen tiefen Schlaf, Mann. Der hat geschrien. Is it going well? Yes. I'm not sure what we're doing. No, hey, this is an anomaly. Oha, anomaly, Pock. Hast du das Video geschafft? Chill mit dem Bres. Okay, wenn nichts mehr läuft, wenn gar nichts mehr läuft, wenn gar nichts mehr geht. Scheiße. Buddy. Smile. Smile. It's too spicy. No. Wenn Justin lange Haare hätte, safe, safe, safe. Bisschen abnehmen. Ungefähr so nach Corona. Ich habe in einem Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kann eigentlich nicht stimmen, also ich glaube dem nicht, dass rund 40% der Deutschen während der Quarantäne enorm zugenommen haben. Ist jemand bei euch, eins in Chat, wenn ihr sagt, ihr habt enorm zugenommen? Oh, doch, viele Einser? Okay, jetzt muss man enorm auch definieren. Sagen wir so, vor Quarantäne sah euer Körper ganz anders aus. Also, ihr schaut in den Spiegel und ihr habt wirklich ein richtiges Vorher-Nachher-Bild. Nicht so dieses, ah, da ist ein bisschen mehr, sondern richtig Vorher-Nachher. War schon fett? Chillig, Maurice. Ich sag euch mal so, ich sag so, wie meine Sicht da auf die Dinge ist, aber ich kann's halt leichter sagen, weil bei mir ist jetzt nicht so viel passiert. Ich will auch Leute, die es auch wirklich psychisch belasten kann, denen will ich auch nicht zu nahe rücken mit meiner Aussage. Ich sag nur, dass es für mich persönlich jetzt Menschen, die jetzt sagen, hey, wie kann das sein? Hey, wie konnten die zunehmen oder so? Das ist Schmutz. Das Einzige, was man eigentlich machen konnte in der Zeit, war irgendwie essen. So, mehr ging nicht so. Du konntest auch im Winter, was willst du joggen gehen? So, es macht keinen Sinn bei 0 Grad. So, deswegen, ey, macht euch da keinen Stress, falls irgendjemand trifft und irgendeinen belastet. Macht euch da keinen Stress, wenn ihr da gescheit durchzieht. Ausreden. Ach, was für Ausreden. B33, ho, du gehst wahrscheinlich auch noch bei minus 20 Grad joggen, oder? Nee, lasst euch da nichts sagen. Lasst euch da wirklich nichts sagen. Macht euch da keinen Stress, Mann. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr belastet, so, ne? Ganz ehrlich, es ging ja nichts anderes. Was willst du machen? Was willst du machen, so? Werd einfach dünner, XD, schreibt einer. Ich will jetzt darüber auch keinen Real Talk halten, aber man gewöhnt sich halt auch an die Sachen und so. Und jetzt langsam geht ja wieder was, aber Fitnessstudios haben zumindest hier in Stuttgart, bitte fangt mit mir keine Diskussion an, hier in Stuttgart betont, haben noch nicht offen. Ich glaube, die machen erst wieder auf, deswegen, ja. Keine Ahnung, jetzt wird ja das Wetter eh besser, jetzt kann man ein bisschen mehr machen, jetzt kann man auch rausgehen, da wird es schon, ne? At the same time. Bet. Oh, bet.
the actual fuck. Ah, die Katze ist noch drauf. He's high as fuck, though. Ja. Alter, den habe ich schon gesehen, ist auch sehr süß, Mann. Kriegt einfach keinen Grip, das kleine Schweinchen kriegt einfach keinen Grip. Und ist halt natürlich auch jetzt wieder mal ein Traum, ne? Mit so einem Waschbär einkaufen gehen. Guck mal, wie er da sitzt. Ah, wie sauber die Schildkröte war. Nice, Mann. Waschbären sind schlau, Waschbären sind auch fucking süß. Aber ja, war sehr, sehr geil, mal wieder da reingeschaut zu haben, fand ich zumindest. Bei Unusual Memes verfliegt auch die Zeit so ein bisschen, ne? 7 Minuten 30, aber kommt einem so nicht vor, finde ich zumindest. Aber eine schöne Folge.